Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Airport CEO. Ja, wir haben schon wieder Nacht. Ja, wir werden jetzt hier weiter umbauen, Terminal A, und dann hier mal gucken wegen dem Gepäck. Da bin ich ja gespannt, was wir jetzt hier alles freigeschaltet haben. Und wie wir das dann aufbauen. Da werden wir jetzt mal uns drum kümmern. Und zwar, ich habe keine Ahnung, was das alles kosten mag. Wahrscheinlich wieder ein Vermögen und eine Mark noch mehr. So, wir haben jetzt hier diese Scanner, diese 2, 4, 5 Scanner, die auf eine bestimmte Sache halt, ja, gucken, scannen, was auch immer. Und dann haben wir hier nochmal, nochmal einen manuellen Scan. Also wahrscheinlich steht da denn ein Kumpel da. Was kostet das denn? 25. Also 125.000, 175.000. Alter Verwalter. Okay, gut. Haben wir aber auf jeden Fall. Würde ich sagen, bauen wir. Ich habe es noch irgendwie so halbwegs in Erinnerung. Es kommt erstmal zu dem normalen Scanner. Wenn alles gut ist, dann kommt es aufs Förderband wieder zurück. So, wir werden es aber jetzt mal umbauen. Wir können es natürlich nicht im Betrieb auseinanderbasteln. Aber wir werden mal gucken, wie wir das hinkriegen. Vor allen Dingen, wo denn die Ausgänge und so sind. Also wir brauchen auf jeden Fall wieder so einen normalen Scanner. Den hier. So. Der kommt hier rein. So. Wenn es gut ist, geht... Ah, das ist... Der ist einfach doof angebracht. Der ist halt doof angebracht. Wenn es gut ist, geht er zurück. Wenn schlecht ist, geht er oben raus. Dann müssen wir das so machen. Das ist auch doof. Dann müssen wir eine kleine Schleife bauen. Was jetzt nicht schlimm ist, aber... Wie können wir das am unsinnigsten machen? Oder wir stellen das Ding so hin. Genau, wir stellen das Ding so hin. So. Wir stellen das Ding... Wir stellen das Ding so hin. Wir kommen mit dem Förderband. Die kommen so raus. Das heißt, das Gute ist rechts. So, das heißt, es kommt hier raus. Dann gehen wir unter die Erde, würde ich sagen. Und kommen dann... So. Geht das jetzt, wenn ich das gute Stück jetzt hier unter der Erde mache? So, und da kommen wir wieder raus. Ist das okay? Ich sage mal, ja, das ist okay. Gut. Okay, dann machen wir das so. So machen wir das, genau. So machen wir das. Okay. Dann müssen wir das nochmal kurz wegmachen. Den nochmal... was? Mann! Den hier nochmal kurz wegmachen. So, genau. Ansonsten haben wir dann nämlich jetzt ein Förderbandproblem mit den Flugzeugen, die jetzt wahrscheinlich gleich kommen werden. So, so gefällt mir das ganz gut. Okay. Das ist das Gute, was sofort zurückkommt. Und hier kommt das Schlechte raus. Und das Schlechte... Ah, die können sich ja nicht kreuzen, oder? Da hatten wir doch schon mal ein Problem gehabt, oder? Oh Gott, wie machen wir das denn? Wenn ich jetzt hier mit dem...
Teil wieder rüberfahre, dann verbindet der sich doch wieder so doof, oder? Ja. Der verbindet sich da wieder so doof. Gut, hat also auch nicht geklappt mit dem. Dann muss ich mit dem hier zurück. Das geht aber auch nicht. Ey, das ist total ekelig, ist das. Wie soll ich denn das hinkriegen, dass ich da nicht in Probleme komme? Wir müssen die Pakete von hier rein. Da muss ich von hier anfangen. Da muss ich das Ding von hier anfangen. Dann fangen wir, dann bauen wir das Pferd von hinten auf. Dann machen wir das hier hin. Würde ich sagen. Okay, komm, Erwin. Kloppt das Teil hier hin. So. Dann ist das wieder alles für einen Arsch gewesen auf Deutsch. So. Dann macht das mal alles bitte wieder weg. Und dann machen wir das so rum. Ich glaube, das ist besser. Gut. Baut mal bitte ab, baut mal bitte ab. Und baut das mal bitte auf, bitte auf. Hallo. So, zack, zack, kling, 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 kling. So. Und jetzt los hier. Weiter, Jungs. Nicht einschlafen. Muss das mit die Augen sehen. Sehr schön. Sehr schön. Gut, da kommt's rein. Das ist kein Problem. Da... Jetzt muss ich nachdenken. Wenn es gut ist, geht das sofort wieder zurück. Und hier gehen wir jetzt weiter zu den anderen Teilen. So, jetzt sag mir, dass die gut aufgebaut sind. Ah, okay. Toll. Wunderherrlich. Wenn es gut ist, geht's weiter. Das bedeutet... wie viel Platz haben wir denn? Ach ja. Das sollte hinhauen. Lassen wir mal 3 Platz. 1. So. Dann kommen Pistolen. 3 Platz. Dann kommen explosionsartige Gegenstände. So. Dann kommt Drogen. Eine macht den Drogen. Zack. Und dann kommt Money, Money, Money. Ja, das können sie mir gleich zu mir bringen. Ich warte denn hinten am Förderband. So, das hat funktioniert. Okay. Dann. Overground. Einmal. Zweimal. Dreimal. Zack. Zack. So. Das ist alles gut, gut, gut. Achso, und dann gibt es ja noch den Typen, der das nochmal manuell prüft. Wann prüft er das nochmal manuell, wenn es durchgefallen ist? Ja. Ja. Wenn es durchgefallen ist, prüft er das manuell. Wenn es gut ist, geht's aufs Förderband. Gut, also alle Durchgefallenen gehen auf ein Förderband. Hier zu Kumpel Kalle, der das nochmal manuell macht. Gut. Wie groß ist das Ding? Es kommt hier rein. Alles Durchgefallene kommt hier rein. Muss ich überlegen. Es kommt da rein, das Durchgefallene, wird manuell geprüft, entweder zerschrottet oder wieder aufs Förderband zurück. Also kann ich das Ding ja hier hinbauen. Ja. Bauen wir so hin. Okay, gut. Dann baut es doch mal jetzt hier auf, ihr Nasen.
ich muss auch noch meine Förderbänder hier basteln. Und zwar... Overground. Zack. 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 Und zack. Und die gehen dann allesamt da rein zur Überprüfung. So. Okay. Muss ich hier nochmal unterirdisch machen, damit der Typ da hinkommt, oder? Sonst kommt er ja da nicht zu seinem Arbeitsplatz. Müssen wir das hier unterirdisch machen und dann hier reingehen. Okay. Okay. Gut. Förderband. Machen wir die nochmal weg. Und gehen dann hier hoch. Und zwar gehen wir hoch zu ihmchen. Machen wir auch zwei Platz. Genau so. Und dann machen wir hier ein bisschen unterirdisch. 2, 4, 6 Stück. Und von hier gehen wir dann rein. Oh. Genau. Okay. Die basteln da fleißig. So, das ist der Eingang. Da lassen wir auch wieder zwei Platz. Einfach, weil wir es können. So. Das Ding kommt dann hier hin. Aber trotzdem haben wir so eine große Halle gebaut, die wir gar nicht brauchen, ey. Also, wer weiß, ob wir mal mehr von den Dingern hier brauchen. Das ist natürlich eine Frage. Dann haben wir natürlich wieder ein Problem. Dann müssen wir das Ding... Tja, hätten wir eigentlich den ganzen Unfug hier unten hinbauen sollen. Und hier mehrere... Oh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dann müssen wir halt nochmal ran. An die Buletten. So. Hier haben wir wieder ein Problem mit dem kaputt machen. Aber... Es ist nicht so schlimm. Und den Kaputtmacher können wir eigentlich gleich da unter machen. Dann können wir das hier eigentlich... Dann machen wir das hier weg. So. So. Machen wir hier den Destroyer. Direkt hier hin. So. Zack, zack. Und so, und dann greifen wir halt hier ab. Das ist ja egal. Nun hier abgreifen oder da abgreifen. Ich hoffe wirklich, dass das funktioniert, was ich hier basteln tue. So. Dann baut das mal bitte. Dass wir hier die Pakete, die Sachen umbauen können. So, dann brauchen wir hier unterirdisch. 2, 4, 6 Stück. So. Weg damit. Das kann auch weg. So. Hier kommen wir raus. Und da oben gehen wir rein. So sollte es eventuell was werden, wenn... Was? Fehlt da eins? Nee. Gut.
So, nochmal gucken. Es läuft hier rein, wird gescannt. Ist es okay? Darf es in den Flieger? Ist es nicht okay? Dann geht es in die einzelnen Scanner rein. Wenn es okay ist, okay ist, okay ist, kommt es wieder ins Flugzeug. Ist es irgendwann nicht okay? Geht es zu dem Typen? Und wenn es doof ist, wird es zerschreddert. Und wenn es gut ist, kommt es aufs Laufband. Förderband. Das heißt, der ganze Schnodder kommt hier noch weg. Und dann brauchen wir noch einmal jetzt Overground. Und dann hauen wir das darauf. So. Und der Mitarbeiter kann hier zum Computer hinlaufen. Weil wir hier unterirdisch gebaut haben. Okay, sollte eigentlich so funktionieren. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Eieiei, ist das spannend. Ich habe jetzt nur Angst, weil wir mehrere von diesen Dingern hier noch brauchen. Dann hätte ich das eigentlich alles runterbauen sollen, weil der Platz ist ja eigentlich da. Eigentlich ist der Platz ja da. Aber gut, wir müssen mal gucken, ob wir überhaupt ein zweites brauchen. Wahrscheinlich, wenn wir mehrere Flugzeuge haben. Aber gut, zur Not, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Kannst ja 1:1 nochmal hier unten hinbauen. Und dann haben wir halt die Sachen nochmal hier. Das geht ja, wenn ich das sehe, 1:1, dann ist es ja völlig easy. Dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Okay, gut, wir haben wahrscheinlich kein Maschinchen, genau. Bedeutet, wir können auch keine Pakete haben. Heißt, wir brauchen Flüge. So. Oder habe ich noch irgendwas? Auf Tasche? Oh ja, haben wir sogar noch. Dann auf. Dann werden wir hier noch eins hinknüppeln. Und hier haben wir auch noch was. Oh, machen wir noch zwei Flüge heute. So. Dann schauen wir mal, ob das jetzt hier so funktioniert, wie es funktionieren soll. Oder ob wir Banane sind. Hm. Ist auch interessant, dass die Pfeile jetzt anders rumlaufen. Das Spiel ist manchmal einfach nur genial. Okay, jetzt funktioniert es wieder. So rum nicht. Okay, es sieht aber so aus, als könnte es funktionieren. Wir schauen mal. Check-in bitte. Okay, man kann langsam echt nicht mehr schnelle Geschwindigkeit machen. Weil es echt am Hakeln und am Ruckeln ist. Da kriegt man ja Augenschmerzen. So, hier können wir auch nochmal ein paar mehr von den Sitzen bauen. Wo haben wir euch wieder? So. Diese. Was haben wir da? Zwei Stück Platz gelassen. Zwei. Jawohl. Oh, das wird nichts. Gut, lassen wir. Und hier müssen wir noch Zone. Zone. Da. Zack. Sehr schön. Okay. Gut, dann bitte check in, please. Ah, hier ist wieder alles kaputt. Alles wieder kaputt. Mit den Autos und mit den Bussen und es ist alles nur widerlich. Also Straße wieder bauen. Straße wieder bauen. Also mit Einbahnstraße hat anscheinend auch nicht funktioniert. Der Verkehr macht, was er will und nicht, was er soll. Tja, so ist der Mensch nun mal gestrickt. Ah, wir brauchen hier neue Läden, kann das sein? Die sind auch schon abgelaufen, ne? Ja. 4 Quadratmeter fehlen? Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Ja gut, können wir nicht ändern. Größer können wir es nicht bauen. 10. Ah, da oben ist noch ein Vierer. 7 Quadratmeter, ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr.
Na komm, dann nehmen wir dich. Wir brauchen Kohle. Und... ist auch kein Vierer? Oh ne, ist noch ein Dreier, okay. 10. Die haben alle... oh, der hat 11. Ah, da fehlt eine... ja gut, das kriegen wir hin, da ein so ein Ding hinzustellen. Fritschi, Fritschi. Da. So. Dann nehmen wir nämlich den mit 11. Wo war der? Da. Unterschreiben. Sehr schön. Kann man eigentlich die Stuhlfarbe ändern? Oh, cool. Kann man. Na, nice. Oh, ein schönes Rot. Das ist ja cool. Man kann echt alles ändern. Eine Fummelarbeit, aber okay. Kann ich das hier kopieren? Na, siehst du. Zack. Echt eine Fummelarbeit. Aber ich habe gerade Lust drauf. Aber was soll's, wir sind am Ende der Folge. Ich werde hier noch schön die roten Sessel einräumen, umlackieren, wie auch immer. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.